Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe chronische Adipositas. Heißt doch Adipositas, oder? Ich bin intelligenzgemindert, ich habe einen niedrigen Bildungsstand und deswegen bin ich fett. Und habe chronische Adipositas, spricht man ja so aus, Stufe 3, Grad 3 und ein Body Mass Index über 40. Und das steht ja auch in den Regularien drin, dass es einer der Gründe ist, niedriger Bildungsstand und intelligenzgemindert zu sein, halt dumm zu sein. Und deswegen frisst man sich halt fett. Und ich glaube, es heißt nicht Asi, sondern Abipobipas? Asibobositas? Asipositas. Adi? Adi? Ah, da war doch was. Adipositas. Musstet ihr an was anderes denken? Adipositas natürlich. Ja, Leute, ganz ehrlich. Der Dicke ist und bleibt einfach nur faul und intelligenzgemindert, ne? Gibt total viele schlanke, fitte Menschen, gesunde Menschen, die essen den größten Rotz, verarbeitete Lebensmittel, Chemikalien ohne Ende, die Zusammensetzung der Lebensmittel, aber die werden nicht fett. Voll die intelligenten Menschen, dass sie sich dieses Fraß da reinhauen und das essen. Ne? Haben einen hohen Bildungsstand, sind ja nicht fett, sind ja nicht Adipositas erkrankt. Also in dem Fall sind sie auch sehr intelligent, diese Lebensmittel sich zuzuführen. Wenn sie ja nicht dick wären, schließt das auf hohe Intelligenz. Ja, Leute, wirklich, das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist echt einer der Gründe, wenn man von chronischer Adipositas redet, dass Intelligenzminderung und also besser gesagt ein niedriger Bildungsstand dazu führen können. Ja, aber all die anderen Dinge sprechen ja für Intelligenz, diese Lebensmittel zu sich zu nehmen, die für den menschlichen Organismus jetzt nicht die besten ja, Nährstoffe bieten und die Gesundheit in dem Fall halt ja, fördert. Zucker ist ja auch ganz okay. Du darfst ja nur nicht fett werden, dann bist du dumm, wenn du dich so maßlos überfrisst. Aber all diese Lebensmittel zu dir zu nehmen, bist du ja intelligent, solange du nicht fett wirst, ne? Das ist wirklich einer der Gründe. Also ja, psychische Faktoren, hormonelle Faktoren, alles das, was ich schon predige, hat natürlich etwas damit zu tun, dass du eine chronische Adipositas bekommen kannst, eine eigenständige Krankheit und dann halt natürlich diese hormonelle Faktoren, psychisch bedingte Essstörungen, Dummheit, ne? Lebensumstände halt, Hauptgrund natürlich, Dummheit. Und Suchtverlagerungen wurden da auch erwähnt. Da steht jetzt nur, wenn man mit Nikotin aufhört. Aber das ist ja eigentlich eine Suchtverlagerung. Ne? Das kann nicht nur passieren, wenn du mit Nikotin aufhörst, also auf Nikotin verzichtest. Es kann auch andere Gründe haben, warum du dann anfängst, so massiv zu essen und Adipositas bekommst. Und man darf aber auch nicht vergessen, Suchtverlagerungen faktorieren ja auch mit rein. Anfälligkeit für Süchte hätte man auch aufzählen sollen, in den Regularien, finde ich. Hatte da jetzt auf jeden Fall keinen Platz und da gibt es noch so viele andere Dinge, die hätten auf jeden Fall eine Rolle spielen müssen und nicht erwähnt worden. Ja, Medikamente natürlich, Medikamente, die eine Rolle spielen können. Und das Wort noch aufgezählt, was war da noch? Bewegungsmangel natürlich, irgendwo klar, genetische Faktoren. Aber warum macht man es so kompliziert? Alles in einen Topf schmeißen. Aber irgendwie kann man nicht jeden chronisch adipösen Menschen gleich behandeln und alle in einen Topf werfen. Es kommt immer darauf an, welche dieser genannten Dinge und andere Dinge, die noch mit rein faktorieren, halt die Hauptgründe dafür sind und inwiefern man davon natürlich beeinflusst wird und in welchem Ausmaß zum Beispiel die Psyche oder in welchem Ausmaß irgendwelche körperlichen Faktoren, hormonelle Faktoren eine Rolle spielen könnten oder der niedrige Intelligenzquotient, dann ist ja so oder so Hopfen und Malz verloren. Ne? Aber auch ganz viele recht intelligente Menschen, die vielleicht ja gar nicht da unter dieser Kategorie ja, fallen würden, ne? In diese Kategorie reingenommen werden würden, dass sie ja Intelligenz genügend besitzen und nicht intelligenzgemindert sind. Auch die sind sehr viele nicht in der Lage, die logischen Rückschlüsse daraus zu ziehen und wirklich zu begreifen, was mit denen los ist. Es sind immer noch nur die falschen Schlüsse, die von vielen Menschen da auch geschlussfolgert werden, meistens auf Ernährung, auf Genetik oder auf fehlende Bewegung reduziert. Das ist so ein komplexes Thema. Da gibt es so viele so intelligente Menschen, die nicht dumm sind oder geistig beeinträchtigt,
Dadurch natürlich auch nicht dick geworden sind. Nein, nein, nein. Sondern ja, die ja was von sich halten, die trotzdem niemals in der Lage sein werden, das zu schlussfolgern und das zu begreifen. Und das hat nicht immer was damit zu tun, dass man sich natürlich im Wege steht, dass man dann Reaktanz aufweist, sich damit nicht beschäftigen will. Das hat ja dann andere Gründe. Das ist ja ein Schutzmechanismus, ein Schutzverhalten von uns Menschen. Aber ich will sagen, alles als chronische Adipositas abzutun, als eigenständige Krankheit und alle in einem Topf praktisch zu werfen, ist viel, viel individueller, als man denkt. Und halt auch diese Herangehensweise, wie darüber geredet wird. Man muss lernen, damit zu leben, man bleibt ein ganzes Leben beeinträchtigt. Stimmt auch nicht. Aber gerade aus Gründen der Intelligenz, Intelligenzminderung, nein, Spaß beiseite, aus Gründen, weil man schon eine hohe Intelligenz in gewissen Bereichen braucht, vor allen Dingen emotionaler oder sozialer Intelligenz, die emotionale vor allen Dingen, um halt auch zu wissen, was da Sache ist und auch das richtige Mindset braucht, Geduld braucht, so wie ich es auf jeden Fall auch hier die ganze Zeit unter Beweis stelle, schon aufgrund dessen, weil viele sich die richtigen, wie soll ich sagen, Gründe dafür gar nicht aneignen oder manche es auch gar nicht begreifen können, bleibt man immer davon irgendwie beeinträchtigt und muss lernen, mit der Adipositas zu leben, weil man es ja niemals wegbekommen kann. Nein, 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 nein. Man bleibt für immer beeinträchtigt, Leute. Ach ja, genauso wie dieses Thema Binge-Eating als eigenständige psychische Krankheit und körperliche Binge-Eating gibt es ja gar nicht. Alles ist natürlich rein psychisch bedingt. Nein, ist natürlich nicht der Fall, dass Essanfälle entstehen, dauerhafte, regelmäßige, die man dann halt durch Restriktion sich aneignet oder weil man in ein gewisses Schönheitsbild passen möchte, ohne dass psychische Störungen dazu geführt haben, dass man diese Binge-Eating-Störung bekommt. Ist ja natürlich kein Grund, an Binge-Eating zu erkranken, 999, und das dann immer wieder mit restriktivem Verhalten, die Essanfälle zu bekämpfen und immer weiter in die Essstörung dann zu schlittern und der Körper verlangt immer mehr nach Nahrung. Nein, es ist immer eine eigenständige psychische Krankheit, die Binge-Eating-Störung. Ne? Muss man nicht unterscheiden zwischen Borderline-Persönlichkeitsstörungen, bipolare Störungen, Zwangshandlungen, Anstörungen, schweren Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen, diese Gefühle, die aufkommen, die sich in deinem Körper speichern, aufgrund von Traumata, die dich essen lassen, exzessiv essen lassen, Gefühle regulieren lassen, vergessen lassen. Nein. Ob du das nun hast als Grund, wenn du Binge-Eating hast, oder ob du eine Diät gemacht hast oder dir Essen verwehrt hast und dein Körper in diesem Ausmaß reagiert, der extreme Hunger dann aufkommt und du dann immer wieder Essanfälle hast, wenn das eine Regelmäßigkeit wird und du das über Monate hinweg regelmäßig hast, dann spricht man über das Krankheitsbild Binge-Eating. Und ist ja alles ein und dasselbe, ne? Ob es jetzt psychisch bedingt ist, die vorhin genannten Faktoren, oder ob du durch den extremen Hunger und ohne psychische Störungen und weil du es dir verboten hast und dann immer wieder ins Fettnäpfchen trittst und immer wieder das Ganze dann mit Diät und Verzicht regulieren möchtest und dir Nahrung verbietest und Angst vor Lebensmitteln hast, ist ja ein und dasselbe, alles eine psychisch bedingte Essstörung, werfen wir alles in einen Topf. Ne? Genau, da muss man ja gar nicht unterscheiden. Alles psychisch bedingt. Binge-Eating ist eine psychisch bedingte Essstörung. Also ist eine psychische Krankheit an sich eigenständig, wie Adipositas natürlich, körperlich und psychisch. Und ja, genau, muss man halt sagen, dass man da alle wirklich genau gleich behandelt. Da gibt es in keinster Art und Weise irgendwie eine Art und Weise Individualität, die damit reinfaktorieren kann. Ne? Nee, nee, nee. Ja. Leute, Leute. So ist das halt einfach, ne? Es ist ein immenser Unterschied. Es ist schon einfacher, wenn es nur durch das Selbstwertproblem und durch restriktives Verhalten passiert, eine Essstörung zu erlangen, das wieder in den Griff zu kriegen, Lebensmittel anzunehmen, gesunden Bezug zum Essen zu bekommen, als wenn da noch Traumata, posttraumatische Belastungsstörungen, schwere psychische Probleme, Probleme mit der Psyche mit reinfaktorieren. Und dann kommt noch hinzu, es ist auch schwerwiegender und schwieriger, das in den Griff zu bekommen, wenn du sehr lange schon betroffen bist und dein Körper sich daran gewöhnt hat. Also alles Dinge, die da irgendwie keine Rolle spielen und gar nicht erwähnt werden und wo sich viele auch wahrscheinlich dessen gar nicht bewusst sind, wie sie dieses Thema angehen müssen und dieses Thema behandeln müssen, ist schon wirklich sehr, sehr traurig.
chronisch bedingte Adipositas habe ich, Binge-Eating, psychisch bedingte Binge-Eating und ja, ich bin ein ganz schwerer Fall und ich bin auch, glaube ich, sehr, sehr intelligenzgemindert und deswegen muss ich mich auch damit abfinden und ich kann auch gar nicht reflektieren, was da gerade mit mir passiert. Ja, wir müssen uns damit abfinden und ich glaube, das macht es besser, wenn man sich dahinter versteckt und sich damit abfindet und das passiert sehr oft sehr unbewusst. Dann haben wir wahrscheinlich sehr hohe gute Chancen, das in den Griff zu bekommen und das eventuell gegebenenfalls halt auch loszuwerden. Ich sage ja immer, Heilung ist nicht für jedermann. Aus den Gründen, weil ja chronische Adipositas oder Essstörungen an sich nicht heilbar sind. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja nicht heilbar. Darum sage ich auch immer, Heilung ist nicht für jedermann. Ich sage, es ist heilbar, aber genau aus den Gründen bleibt es nicht für jedermann. Wenn ja sogar schon Experten davon ausgehen, dass sowas nicht heilbar ist. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ihr merkt eine gewisse Prise Galgenhumor, ne? Wo ich auch ein bisschen Bock drauf habe, mich hier so zu verhalten, wie ich bin und mich nicht irgendwie zu verstellen. Wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie ich gerade drauf bin. Und es juckt mich so einen Scheiß, was hier irgendjemand über mich denkt. Wisst ihr, glaube ich, sonst würde man das 5 Jahre nicht machen. In dem Ausmaß. Und gerade in diesen 5 Jahren bin ich nicht mehr abgedreht, sondern in diesen 5 Jahren habe ich mich immer mehr gefunden. Und weiß erst mal, wie nichtig das ist, was andere sagen, denken. Und vor allen Dingen kann man es so oder so nicht einrecht machen. Ne? Es ist wirklich ein schwerwiegendes Thema, wo viele aufgrund ihrer Intelligenz und aufgrund dessen, weil sie es nicht reflektieren können, wollen auch niemals von dieser Adipositas oder von dieser Binge-Eating-Störung oder von diesem Übergewicht oder halt, ja, dieser mentalen Gebeuteltheit wegkommen werden. Das schaffen die aller wenigsten. Ja, was sagt man denn dazu? Was sagt man denn dazu, Leute? Warum eigentlich, was ich mich auch schon gefragt habe, ein anderes Thema jetzt mal. Gibt es so viele magenoperierte Menschen, die erstmal sich freuen, ihre Magen-OP mit den anderen zu teilen, jedes Detail die anderen wissen lassen, so stolz wie Oscar darauf sind, über nichts mehr anderes reden. Ja, und dann umso mehr sie abnehmen, also diejenigen, die das öffentlich machen, auf Social Media teilen, auf TikTok oder auf Insta oder wo auch immer. Warum dann auf einmal, wenn sie anfangen, sich dann zu halbieren und eine Menge abzunehmen, was ja auch irgendwie klar ist, mit der Magen-OP? Warum dann auf einmal fangen sie gar nicht mehr an, darüber zu reden und verheimlichen es praktisch schon und würden es praktisch einfach schon rückgängig machen wollen und gar nicht mehr darüber reden und gar nicht mehr die Leute wissen lassen, dass sie eine Magen-OP haben, machen lassen? Woran liegt das wohl? Liegt das vielleicht daran, dass viele Menschen wach sind und in den Kommentaren die Wahrheit schreiben, dass das keine Disziplin erfordert und dass sie sich dann irgendwie irgendwo nicht mehr triggern lassen wollen? Und liegt es vielleicht aber auch daran, dass wenn man Videos macht und seine Vorher-Nachher-Erfolge zeigt, man deutlich mehr Klicks bekommt, wenn man nicht die OP erwähnt und es aus eigener Kraft geschafft hat? Keine Ahnung. Sicherlich nur ein Zufall, dass es einige von denen gibt, wenn sie auf einmal mit riesiger Disziplin abgenommen haben. Ich habe mir nur den Magen verkleinern lassen, spielt keine Rolle, ohne ganz, ganz viel Disziplin gehabt und abgenommen. Ist irgendwie ein Widerspruch für sich. Also in meinen Augen. Disziplinierst du dein Essverhalten, obwohl du jederzeit hättest essen können, was du willst? Aufgrund deiner psychischen Verfassung, weil du Gefühle regulieren möchtest oder aufgrund deines Magens, der auch ausgedehnt ist. Arbeitest an deiner mentalen Gesundheit in diesem Zustand und disziplinierst dich zum Sport zu gehen und nicht, weil du nicht mehr anders kannst und irgendwie einen Ausgleich brauchst, weil du nicht mehr essen kannst und mit deinem Gefühl nicht klarkommst, sondern aus eigener Kraft mit deinen eigenen Eiern, dann ist das Disziplin. Aber nicht, wenn man sich hat den Magen verkleinern lassen. Ja, was ich noch sagen möchte, das Essen ist auch so ein schwerwiegendes Thema. Ne? Ich merke auch bei mir, wie sehr und wie oft ich über das Thema Essen nachdenke, rede und vor allen Dingen, wenn vertraute Leute in meiner Umgebung sind, wo ich mich fallen lassen kann. Es gibt praktisch gefühlt fast schon kein anderes Thema. Es ist irgendwie auch eine neue Reflexion, wieder. Ich höre nicht auf mit dem Reflektieren, mit dem Recherchieren. Eine neue Sache, die ich mir da angeeignet habe und reflektiert habe.
auch eine Art und Weise, darüber zu reden und darüber nachzudenken, über das Essen, um nicht über andere Dinge nachdenken zu müssen und sich nicht anderen Dingen stellen zu müssen, damit andere Dinge nicht einen überfordern. Nicht nur diese sedierende Wirkung, die das hat, satt zu sein, voll zu sein, runterzukommen, Gefühle zu regulieren, sondern halt auch einfach nicht sich mit anderen Problemen und Dingen zu beschäftigen und lieber über Essen zu reden, über das Essen nachzudenken und wie konditioniert zu sein, ist man ja auch, oder wie in dem Fall auch ja, determiniert zu sein. Und das ist mir auch aufgefallen, dass das auf jeden Fall auch mit rein faktoriert und dass man das nicht unterschätzen darf, dieser Stellenwert, den das Essen im Leben bei mir eingenommen hat. Und sich auch Essensvideos anzuschauen, generell dem Essen so verfallen zu sein. Faulheit, Dummheit natürlich, niedriger Bildungsstatus und niedrigen Intelligenzquotienten. Als unintelligenter Mensch kann ich nicht mal aussprechen. Alles natürlich dem geschuldet. Deswegen natürlich. Deswegen diese Obsession, was das Essen angeht, ne? Der Dummheit geschuldet. Ja, ihr wisst. Aber das sind auch Dinge, die einem in dem Fall halt auch auffallen, mir auffallen, muss ich sagen. Das darf man nicht einfach so unter den Teppich kehren. Muss ich schon einfach auch erwähnen, dass es auch Bände spricht, ne? Für das Krankheitsbild. Essstörung. Es ist so ein komplexes Thema, das so viel mit sich bringt. Ich habe mich so tiefgreifend beschäftigt und habe einfach ein hohes Verständnis und Talent. Nein, ich bin nicht einer derjenigen, der sich auf die Suche gemacht hat. Also natürlich habe ich mich auf die Suche gemacht, aber lass mich mal aussprechen. Ich bin nicht einer derjenigen, der sich auf die Suche gemacht hat und dann aufgrund dessen sich damit beschäftigt hat und dadurch ja gepusht wurde, weil viele Menschen auf mich aufmerksam wurden und mir Komplimente gemacht haben und mich sympathisch empfunden haben, der dann angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann euch die Welt erklären möchte und sagt, hier so und so und so und so ist das und so und so und so und so äußert sich das. Ich habe einfach gemerkt, dass auch dahingehend mich so tiefgreifend damit zu beschäftigen und da auch so ein hohes Wissen mir aneignen zu können und so gut darüber reden zu können und das schildern zu können, die Komplexität der Essstörung, tiefenpsychologisch vor allen Dingen, und was da passiert, habe ich auch gemerkt, dass es einfach damit zu tun hat, dass ich ein Talent dahingehend habe, dass es meine Berufung ist, meine Bestimmung, meine emotionale Intelligenz, die Intelligenz, was die psychologischen Fakten angeht. Und deswegen kann ich das so gut aufnehmen, deswegen fällt mir das auch so leicht, deswegen liegt mir das Thema, deswegen kann ich auch diese Rückschlüsse ziehen und nicht, weil ich mich so immens damit beschäftigt habe. Ich habe kein einziges Buch gelesen, um ehrlich zu sein, und habe hier nicht Millionen Bücher verschlungen oder sonstiges. Ja, das ist einfach ein gottgegebenes Talent und deswegen fällt es mir auch leicht, mich damit zu beschäftigen, die Dinge aufzunehmen, weiter zu schlussfolgern. Das ist Intelligenz, auch zu schlussfolgern, weiter die Komplexität zusammen zu reimen, wie soll ich sagen, immer noch weiter zu zerdenken, weiter zu spinnen, besser gesagt. Das kann man nur, wenn man diese Intelligenz besitzt. Irgendwas auswendig lernen und lesen und sich beibehalten, das kann schon jeder sehr intelligente Mensch. Ne? Das wird nicht der Hauptgrund dafür sein. Also es ist einfach so, dass ich das Glück hatte, gemerkt habe, dass mir das einfach liegt, diese Thematik, dass es mein Talent ist und das habe ich während meines Prozesses herausgefunden. Und da kann, glaube ich, ein unreflektierter Mensch, der in dem Fall nicht so viel Intelligenz besitzt oder halt nicht Intelligenz dahingehend, sich als Betroffener so dermaßen mit diesem Thema beschäftigen, er wird nicht dieses Wissen erlangen und diese Dinge schlussfolgern können. Du musst schon wirklich, eine Gabe haben und ein riesen Talent dahingehend, also die Intelligenz besitzen, darauf bezogen. Es gibt ja verschiedene Arten von Intelligenzen, Verhaltensstrategien, Überlebensstrategien, die wir Menschen haben, die bei uns natürlich alle in irgendeinem Ausmaß vorhanden sind, bei dem einen aber mehr oder weniger, sind auf gewisse Bereiche verteilt. Ne? Von allem haben wir alle etwas, aber wo oder wie ist was oder wo bei wem ausgeprägter als bei jemand anderen, ne? Aufgrund genetischer Faktoren und, ne? Ja, genau. Ah, genetische Faktoren spielen natürlich auch eine Rolle für Asipositas, ist ja, ne? Ist ja auch klar. Heißt ja, dass man nichts dafür kann, man hat ja diese genetischen Faktoren, wisst ihr, was ich meine? Und das heißt dann auch so, dass man so bleibt. Ja, ich habe einfach gemerkt, mir liegt das und ich habe keinerlei Zweifel, dass ich heilen werde.
Ist halt einfach Fakt. Und natürlich, all diese Kilos, die drauf sind, sind nicht schön, sind nicht toll. Es wird natürlich ein Akt, das auch loszuwerden, wo ich mir manchmal dann so denke, voll unnötigerweise, dass das jetzt auch noch dazugekommen ist, dass du nochmal so gravierend zugenommen hast. Aber nein, es spiegelt auch meine psychische Verfassung wider, generell und auch davor, als es mir noch schlechter ging, meine Angststörung, die da auf dem Höhepunkt war, ist alles logisch nachzuvollziehen. Und natürlich verlangt der Körper dann immer nach mehr Essen und ist immer angefixter und will immer mehr und hat diesen Hunger. Aufgrund der mentalen Probleme, aufgrund der Angefixtheit und dem Gewohnheitszustand. Und der braucht diese Sicherheit. Und deswegen ist es halt so passiert. Und ich weiß ja so oder so, dass ich das schaffe. Ich wiege keine 200 Kilo, aber es wäre mir jetzt auch in dem Sinne Schnuppe, wenn ich 200 Kilo wiegen würde oder 250. Ich würde genau mit so einer Selbstverständlichkeit zu euch reden, dass ich das schaffe und dass ich mich dafür nicht schäme. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, was ich wiege. Zuletzt wog ich 157, ist aber auch jetzt schon im Februar wahrscheinlich gewesen. Ende Februar mäßig, weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde es nicht wundern, wenn ich 165 wiege oder so. Ne? Wir können jetzt immer noch von einer Abnahme reden von 30 Kilo, fast 30 Kilo. Habe ich Angst? Nein. Habe ich Schiss? Nein. Wird sich das bewahrheiten, was ich sage? Egal, was ich wiege. Wissen aneignen. Darüber reflektieren, jammern, philosophieren und sich dahinter verstecken. Leute, habe ich Angst? Nein. Wissen aneignen und jammern darüber und rechtfertigen ist der Schlüssel zum Erfolg. Also das immense Wissen, die Vertrautheit in sich selbst. Was denkt ihr, warum so viele es nicht schaffen? Weil diese ganz normalen Rückschläge, die dazugehören, wenn du 10, 20, 30 Jahre in diesem Zustand bist, neuronale Netzbahnen sich in dem Fall gebildet haben, deine Körperzellen, deine Fettzellen, alles darauf programmiert ist, aufs Überleben aus ist, in dem Fall mit diesen Verhaltensweisen, mit diesen Gedankenmustern, mit diesen Verknüpfungen und dass deine Identität ist und das nicht losgelassen werden will, braucht sowas Zeit, wenn man das 20 Jahre gemacht hat oder 30 Jahre? Nein, das muss in einem Jahr geschafft werden und wird auch in einem Jahr geschafft und umgestellt oder spätestens in 1,5 oder 2 Jahren. Genau aus diesem Grunde, weil der Körper mehrere Jahre braucht, um sich zu verändern, ne? Die Zellen und die Verknüpfungen mit dieser ganzen emotionalen Verknüpfung und dieser Entschlossenheit und dieses Manifestieren. Und genau aus diesen Gründen ist es ganz normal, dass man immer wieder zunehmen wird, immer wieder scheitern wird, oh, versagen wird, oh, sich im Kreis drehen wird, mehrere Jahre. Und dann fangen Leute an aufzugeben, immer fetter zu werden, sich den Magen verkleinern zu lassen, dann auch wieder fetter zu werden und zuzunehmen, nach ein paar Jahren davon mal abgesehen, in Embryonalstellung zu gehen, ich bleibe so, ich bin für immer adipös und ja, man wird immer adipös bleiben, man wird immer essgestört bleiben, man wird immer so bleiben, ist nicht heilbar, genau aus diesen Gründen, weil sie gar nicht checken, dass du wie determiniert bist und dass es erstmal viele, viele Jahre braucht, der Körper immer wieder zunimmt, immer wieder sich sein Recht auf Nahrung und seiner gewohnten Überlebensstrategie und Verhaltensstrategie aneignet. Und in dem Fall wirst du dann halt auch, egal wie viel du weißt und was du dafür tust, immer wieder zurückfallen oder dir anderweitig schaden, missbräuchlich schaden, auch wenn du es dann nicht mit dem Essen machst und andere Essstörungen oder Süchte entwickeln. Und deswegen geht es dann so vielen so, weil sie sich das gar nicht eingestehen, dass das sein darf, sein muss, dass zum Prozess dazugehört und dass es viele Jahre braucht. Und deswegen werden sie es auch nie schaffen. Und ich bin hier der bequeme, sich im Kreis drehende, relativierende, sich schönredende Can, ne? Wo man sich schön den Arsch ablachen kann in dieser Situation, dass ich wieder so gut zugenommen habe und sich ja nichts getan hat. Fast 30 Kilo sind ja nichts. 1,5 Jahre ohne Alkohol. Und das Wissen ist das Allerwenigste wert. Nur philosophieren und fachsimpeln und darüber reden und nichts ändern, ne? Wird ja nichts bringen. Also in dem Fall, dass es bei mir seit ein paar Jahren dann schon so ist und auch ruhig noch ein paar Jahre dauern braucht und wahrscheinlich noch wird, aus den Gründen, ist nicht der Schlüssel zum Erfolg und die Heilung. Weil der Körper da so viel Zeit für benötigt, aus den Gründen, wenn er so viele Jahre in diesem Zustand ist und die Nahrung und die Verknüpfungen und die Zellen, all das mit reinfaktorieren in deinem Körper, in deinem Geist, in deiner Psyche, das wirst du in ein paar Monaten los. Neue Verknüpfungen erstellen. In 60, 90 Tagen hat sich dein Körper gewöhnt, neue Gewohnheiten geschafft. Und dann ist das alles automatisiert, läuft von automatisch ab. Auch wenn du es 30 Jahre hattest, auch wenn dein Körper das als Bewältigungsstrategie sieht, in Notsituationen und auch in Krisenzeiten und das bleibt dann so. Weil da sind genügend, abgesehen von neuronalen Netzbahnen, Verknüpfungen, die dann entstanden sind, Automatismen, Gewohnheiten, auch emotionale
Faktoren auf jeden Fall ausgeprägt genug, dass du da so davon geprägt bist und dein Körper das als bewährt und geeignet für dich ansieht, als eine neue Überlebensstrategie in 90 Tagen. Verstehst du? Einfach nur 90 Tage oder 100, nein, 120 Tage neue Gewohnheiten schaffen. Das macht dein Körper dann wie automatisiert, ja. Aber ganz schnell kommt da was wieder auf im Unterbewusstsein und was sich dein Körper gemerkt hat, so ein tolles Wunder und Meisterwerk, das wird so sein. Wenn du nichts dazu gelernt hast und dir nicht die Zeit gegeben hast und richtig deine Zellen, deine Verhaltensweisen, neuronalen Netzbahnen mit der gewissen Emotionalität und den richtigen Gefühlen darauf bezogen und mit der richtig langen Zeit, die du dir gibst, wenn du dir darauf bezogen, dass alles nicht so richtig angeeignet hast, bringt dir das alles nichts. Für manch einen werde ich wahrscheinlich Fachchinesisch reden, ich weiß, aber kein Problem. Ich hoffe, es gibt ein paar, die da verstehen, was ich meine, und das ist Gold wert, sich die Zeit zu geben und geduldig zu sein. Ja, und ich liebe es, so zu sein, wie ich bin, und einfach Freischnauze zu labern, mich nicht zu verstellen. Ich bin hier, ich bin klar, ich bin ganz bei mir, ich weiß, worüber ich rede. Und ich merke immer mehr, wenn Leute mich belehren wollen, dass es immer Beschämungen sind, dass sie gar nicht argumentativ auf diese Thematik widerlegen können, sondern immer nur Scheinargumente liefern oder ablenken oder sonstiges. Weil sie es auch nicht können, weil es wahr ist, was ich sage. So. Ja. Alles ein Plädoyer dessen und dafür, dass es machbar ist, aber nur für die wenigsten. Ohne sich dauerhaft zu schaden und immer wieder zurückzufallen. Und da musst du schon wirklich halt auch es in meiner Position, wenn du aus einer psychisch bedingten Essstörung kommst, die dein Körper sich seit über 30 Jahren angeeignet hat, genau diese Zeit und dieses Verständnis und dieses Selbstbewusstsein mitbringen. Nein, aber es ist nicht schönreden. Lieber in einem Jahr 100 Kilo abnehmen und dann zeigen, dass es geht und dann 5 Jahre später wieder alles drauf haben, aber dann habe ich es ja geschafft und durchgezogen. Leute, ich habe mich schon zweimal halbiert und von fett auf schlank gewechselt. Oder lieber schlank sein, auch noch in 10 Jahren schlank sein, aber Depression haben oder eine Essstörung haben, indem ich Bulimie habe und mich übergebe. Was denkt ihr, wie viele Männer das auch haben und nicht drüber reden? Und runterkotze und alles mit Sport und Fitness kompensiere und eine Leere damit füllen will und gar nicht irgendwie bei mir bin, im Gleichgewicht bin mental und meine mit Sport und Fitness, obwohl es gut für den Körper ist, aber in diesem Ausmaß irgendwas wettmachen zu können. Lieber natürlich augenscheinlich alles im Griff haben und schlank bleiben, aber innerlich einfach ein Stück Scheiße sein, damit ihr den Anschein wahrt, dass alles gut ist und dass es machbar ist, aber gar nichts machbar ist. Ich wollte schon den Fuckfinger zeigen. Ja, wissen wir. Ja. Absolute Überzeugung? Ja. Glaube ich an diesen Prozess? Ja. Bin ich jemandem was schuldig? Nein. Muss ich jemandem was beweisen? Nein. Habe ich schon meinen Prozess veredelt und das geschafft, was ich schaffen wollte? Menschen inspirieren, motivieren, mich auf die Suche machen, mich verstehen, ein Vorbild sein für Menschen, selbstbewusster werden, habe ich alles schon geschafft. Kommt alles, was noch dazu kommt und was ich mit euch eventuell teilen will, dann schauen wir mal, was dazu kommt. Ist es ein Zubrot? Ja. Denn das, was ich für mich mache, der Prozess, ist für mich geltend, zählt für mich, den werde ich veredeln. Ob ich es euch zeige oder nicht, wie schon gesagt. Genau. Bin ich überzeugt, ja. Bleibe ich mir treu? Ja. Genau. So möchte ich es euch sagen. Und ich möchte noch was Wichtiges sagen. Gut, dass mir das am Ende des Videos aufgefallen ist und eingefallen ist. Das war auch einer der Hauptgründe, warum ich das Video mache. Ich möchte keine Glückwünsche von euch. Ich habe nicht mehr 60, 64 Kilo abgenommen. Ich mache euch da jetzt nicht verantwortlich für. Auf TikTok sind die Videos noch drin und fixiert. Aber ich möchte nicht nur darauf reduziert werden für meine Abnahmen. Auch wenn ich mich halbieren werde, 100 Kilo abnehmen werde oder mehr, und das werde ich. Ich möchte keine Glückwünsche. In dem Fall jetzt nicht mehr und generell nicht mehr. Und generell will ich nicht nur aufs Abnehmen reduziert werden und auf meine Erfolge. Brauche ich nicht. Ich werde auch so gut wie keinem antworten. Im Fall der Fälle vielleicht halt nur den allerwenigsten, wo ich auch weiß, die fühlen mich und mögen mich und schätzen mich und machen das nicht alles nur vom Erfolg abhängig. Es ist nicht wahr, wenn man sagt, Respekt, du hast so viel abgenommen. Ich habe alles vom Heilungsprozess wieder drauf. Ich habe zwar noch 30, fast 30 Kilo abgenommen, ja, aber auch wenn es noch 100 sogar jetzt wären, die ich abgenommen hätte und mich halbiert hätte, ich habe mein Mindset verändert. Ich möchte nicht darauf reduziert werden, nur auf meine Abnehmerfolge. Und das wird auch so bleiben. Ich habe was zu sagen, ich habe eine Message. Ich mache für essgestörte Menschen klar, stark, für Adipöse. Ich mache meinen Mund auf, ich mache mich auf die Suche. Ich zeige, dass das Thema so vielreichend, weitreichend und komplex ist und habe so ein hohes Wissen und
rede über diese Thematik tiefenpsychologisch. Ich will nicht auf meine Erfolge reduziert werden und nur Glückwünsche haben. Zumal ich ja nicht mehr abgenommen habe, wisst ihr, weil ich ja schon über 30 Kilo jetzt wieder drauf habe. Und da brauche ich keinen Respekt. Ich will nicht nur auf meine Abnehmerfolge reduziert werden. Ich will keine Glückwünsche. Könnt ihr euch sparen, ob ich 100 Kilo abnehme oder 90 Kilo? Und es wird so bleiben. Natürlich teile ich das mit Stolz dann und bin stolz drauf und will Leute inspirieren und motivieren. Aber ihr braucht mir nicht zu gratulieren. So, darum wird es mir nicht hauptsächlich gehen. Und ich will auch nicht das geheuchelte Gratulieren haben. Die meisten, 90% von denen, die gratulieren, sind jetzt die, die mich auslachen würden, die mich als Schwätzer, als jemand, der nur Ausreden sucht, der faul ist und selber schuld und dumm wieder darstellen würden und als jemand, ach, der undiszipliniert ist, der es nicht schafft, der es nicht schaffen will. Genau, das sind diese Menschen und deswegen brauche ich von diesen Mainstream-Leuten auch keine Komplimente und keine Glückwünsche. Von denen will ich das nicht. Ich will nicht darauf reduziert werden, was ich abgenommen habe. Das ist viel mehr als nur Abnehmen. Das ist kein klassischer Abnehmblock. Wird es auch nie sein und bleiben, wird es auch nie werden. Also könnt ihr euch das sonst wohin stecken. Ne? Ich möchte nicht darauf reduziert werden. Und das weiß mittlerweile, glaube ich, jeder, der Videos von mir schaut und mich was intensiver verfolgt, dass das so ist. Trust the process. Ich will und ich werde heilen. Und ich bin stolz auf all das, was ich hier festgehalten habe und gezeigt habe. Das steht für sich. Und das sind Beweise genug für diese Thematik und für diese Komplexität dieser Thematik und für all das, für was ich stehe und für was ich einstehe und was ich mich traue. Ja, gut. Also, ein paar Dinge losgeworden. Und glaubt mir, Leute, ich weiß, wovon ich hier rede. Egal, wie ich das rüberbringe, welche Attitüde ich hier gerade bei dem Video habe und welche emotionale Verfassung oder Laune ich gerade präsentiere, ich bin überzeugt und ich traue mich das. Bitte habt Geduld, glaubt an euch und es ist möglich. Für die wenigsten, je nachdem, wie komplex das ist, was damit alles reinfakturiert, man muss ja unterscheiden, was die Komplexität angeht, psychisch bedingte Essstörung, was noch mit reinfakturiert. Für die wenigsten ist es natürlich wie möglich zu heilen, aber für jeden ist es möglich, einen Weg zu finden, damit besser umzugehen und sich deutlich besser zu fühlen und Ausgleiche zu finden und nicht mehr zu leiden. Also, das werde ich euch hier zeigen und ja, trust the process.